Mal gespannt, was da kommt. Mal gucken, was in dem Karstadt-Sack drin ist. Au, mysterious. Okay, es ist mysterious, ich pack jetzt in den Sack, mal gucken, was da jetzt drin ist. Greif hinein, ich fühle etwas Komisches, da ist was ganz Unlogisches. Naja, klar, eine Polenmütze für die harten Zeiten. Wenn's mal wieder nass und kalt wird, dann kann ich nicht lange warten. Und dann zeige ich hier meine Hand oder was auch immer das ist. Fingerpuppengesicht. Naja, als nächstes greife ich wieder mal in Karstadt. Vielleicht finde ich da einen ganz neuen Parkplatz. Ach nee, noch ne Brille nur für mich oben drüber. Check das mal ab, es kommt dann vielleicht auch klüger. Ich setze mir auf, sieht auch gut aus. Doch mach mal weiter, ich zieh noch was aus dem Hut raus. Guck mal da, ich zeig deutsche Flagge. Mann, wir waren nicht ganz so im Finale, aber das zweite haben wir immerhin dafür gewonnen. Träume sind noch lange nicht zerronnen, ich geh nach vorn. Greife noch mal rein, da ist ja noch ein Gegenstand, was ich letztens wieder mal in der Gegend fand. Seifenblasen, die sind gut fürs Gemäht. Denn Seifenblasen zerplatzen nie und das ist gut. Also check das ab, irgendwas war da in dem Hut. Aber heute Abend reicht das erstmal. Tschüss und gut. End of the week. Der Fan, meine Damen und Herren.